Ich muss das Mikro ja erstmal oben an die Decke halten, weil die Rohre, die über diesen Kiesboden laufen, da plätschert Wasser durch. Zumindest hört sich das so an, wird alles simuliert über aufgenommene Töne, die über Lautsprecher auf uns schallen. Und wenn wir jetzt mal in den modernen Teil des Museums jetzt reinlaufen, dann kommen wir direkt zu einem puristischen Wasserrad. Wie es damals war, das ist gefühlt 3 Meter hoch und quietscht. Oh je, ich glaube, so romantisch war das damals gar nicht. Was klappert die Mühle am rauschenden Bach? Ich glaube, das war irgendwann total nervig. Aber trotzdem, was Romantisches hat es schon. Das ist eins der vielen kleinen Details und Highlights in dem modernen Teil des Wasserkunstmuseums. Wenn man hier einmal durchgeht, dann sieht man ganz viele Relikte aus der Zeit, mit denen gearbeitet wurde, um Wasser zu säubern, zu filtern. Unter anderem hier auch so richtig puristische Wasserzähler. Also wenn man das jetzt mal anschaut, hier steht auch drauf Stadtwasserkunst Hamburg, wo jetzt heute bei uns Wasserzähler draufstehen würde. Richtig klasse. Dann hier zu meiner Rechten ganz viele Porzellanfiguren. Das sind natürlich Porzellanfiguren. Mein Kameramann hat mich jetzt gerade etwas kritisch angeguckt. Ganz viele Porzellanfiguren, beziehungsweise Gipsfiguren, das wollte er mir signalisieren. Aus Gips werden hier Figuren angefertigt, wie man sie dann später auf den Brunnen sieht. Als Beispiel hier sehr, sehr imposant. So ähnlich, das ist fast wie eine Art Kopie des Brunnens, der innen drin im Vorraum vom Rathaus in Hamburg steht. Genau, und die eigentlichen Brunnen dann natürlich, wie wir sie in der Stadt finden, sind natürlich nicht aus Gips gefertigt, sondern aus Stein, weil die sollen natürlich auch ein bisschen halten. Also eine sehr, sehr interessante Kulisse hier drin. Guck mal hier, eine Gans. Und die Gans, die gackert total fies das Kind an. Vielleicht eine kleine Ableitung von den vielen Gänsen, die sich oben auf den Wasserinseln tummeln, weil oben befindet sich ja die eigentliche Elbinselanlage von Kalthofe. Und da ist es ja so idyllisch und schön, da tummeln sich einfach viele, viele Gänse auf diesen Wasserinseln. Für uns Erholungsort, für die Gänse Spiel- und Planschort.